So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Sports Gaming Channel. Hier ist der Jens mit eFootball 2024 und ich werde jetzt hier mal ein Spiel spielen online. Ich habe ein paar Spiele jetzt gemacht zum Start der Season 5 und möchte euch ein bisschen Feedback geben. Wie ist das Gameplay aktuell so? Passt das soweit? Ich möchte eigentlich mit Pizarro spielen. Hab tatsächlich einen 10er Spin gezogen, weil er wäre der einzige aus dem Squad bzw. von diesen drei Bayern-Spielern gewesen, die man ja aktuell noch ziehen kann, den ich gebraucht hätte. Rummenigge und Hoeneß habe ich mit anderen Karten. Das ist für mich alles marginal. Hab Glück gehabt und Pizarro taugt mir eigentlich ganz gut. Hab bis jetzt in jedem der drei Spiele, glaube ich, mit ihm getroffen. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die Serie aufrechterhalten und ich möchte euch ein bisschen Feedback geben hier. Ah, Frankie. Wie sich denn das Gameplay so aktuell spielt? Nein! Ja, da hatte ich einfach jetzt im Kopf. Na, man muss ja mit Pizarro treffen, aber dann mache ich's mit Frankie Boy. Schön gemacht. Schön gemacht von Ribéry. Schönes Tor 1-0. Na, mal schauen. Ah, das ist ein guter Gegner. Ich finde, sowas merkt man oft schon an den ersten Ballstaffetten. Schön. Jetzt habe ich natürlich das ganze Feld vor mir. Mich mit Pizarro ein bisschen eingedreht. Das gibt Elfmeter. Das würde ich nämlich auch sagen. Bin jetzt gar nicht sicher, war es Pizarro im Zentrum? Ich glaube ja, aber der Zupfer war da. Ja, der Zupfer war da. Den kann man schon geben. Bin ja auch immer recht skeptisch hier bei den Elfern. Ich hoffe, der Gegner lässt die Situation mal. Schade. 85 hat Ribéry. Sané hat 88. Oh, nee, lassen wir mal Frankie hier einen Doppelpack schießen. Also hoffe ich zumindest. Ah, schade. Das ist dann halt auch immer... Ja, kann man schon sagen, ne? Das sind dann schon auch immer so Wendepunkte in den Matches. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Schön. Komm, schön hochspielen. Ah, da habe ich natürlich das ganze Tempo und natürlich den falschen Fuß. Ah, sehr schön gespielt. Claudio Pizarro, der macht da sein Tor. Also... Online-Performance passt. Das habe ich aber sogar gestern schon am Update-Tag gemerkt. Also ist jetzt eine Aufnahme vom heutigen Freitag, dem 8.3. Ich werde das Video dann jetzt am Wochenende, denke ich mal, veröffentlichen. Nur, dass ihr eine Info habt.
an den Update-Tagen ist es ja meistens nicht so clever zu spielen, weil sie dann alle wieder reingrinden und wenn dann noch eine neue Season anfängt, dann hast du ja auch noch das Division-Thema, dass da alles neu startet und zurückgesetzt wird und ja, so ist das. Oh, das war ein schöner Treffer. Ah, ich habe gedacht, der geht knapp links daneben. Wer war's? Ach, Isaac, okay. Das dürfte abgefälscht gewesen sein und mein Ball sein. Jawohl, so ist es. Zwei ganz schlechte Bälle eben von mir. Ja, und da stand ich hinter dem Angreifer. In dem Fall mein Glück, dass es Neymar war, der natürlich dann jetzt nicht das absolute Kopfballmonster ist. Aber der dann natürlich dann auch aus so einer Position heraus schon auch ein Tor machen kann, ganz klar. Also ich frage mich immer, wo die Bälle hier teilweise hingehen, die Pässe. Pizarro. Ja, klar, ist natürlich dann eine 0815 Flanke. Aber ganz ehrlich, weiß nicht, ob der Torwart hier, beziehungsweise der Schiedsrichter besser gesagt, so eine Art Vorteil hat laufen lassen. Denn ansonsten wäre das für mich Elfmeter gewesen. Da war wieder der Kontakt an Sané. Oh, der spielt gut auf der rechten Seite. Ja, so mit dem Bayern-Squad muss ich ja sagen, habe ich echt mal wieder Bock zu spielen. Ich meine, das Best-of-Squad ist auch cool, sind geile Spieler bei. Ah, okay. Franz mit seinen Gummistiefeln. So, jetzt müsste mal langsam abgepfiffen werden. Wenn da Pizarro den Ball noch besser mitnimmt. Aber bis hierhin eine gute Performance von meinem Team. Hab den Gegner eigentlich weitestgehend im Griff. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich hätte das 4-1 machen müssen. Es wäre vielleicht auch ein bisschen vermessen, wenn alle vier Schüsse vom aufs Tor dann auch drin gewesen wären. Aber bis hierhin eine gute Chancenverwertung. Gute, klare Chancen rausgespielt. Pizarro hat wieder sein Tor gemacht. Das taugt mir schon mit dem Bayern-Squad. Und wie gesagt, das ist ebenso mein Hauptpunkt. Ich spiele es wegen dem Gameplay, nicht wegen Divisions dahinter oder sonst was. Das muss ich schon auch sagen. Und das ist eben halt auch schade, ne? Das ist ja auch ein, im Endeffekt ist es ein Armutszeugnis. Fürs Spiel.
Ah, da wusste ich nicht mehr wohin mit dem Ball. Kurios eigentlich. Ja, auch mal gut so ein öffnender Ball. Finde ich immer ganz cool. Pizarro! Ah, der taugt mir, der Junge. Ach, das war Musiala. Auch der taugt mir. Ah, er gibt sogar nach dem Nachhinein Gelb für Maradona, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es jetzt die Situation so gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber wie sagt man immer so schön, die war dann auch abseits des Balls. So. Ah, schade. Ich dachte, dass Pizarro sich da besser. Nein. Leute, was mache ich? Tor der Woche wäre das gewesen. Schöne Kombi von den Münchnern. Ah. Schade, schade, schade. Schön gemacht. Pizarro. Ja, vorne, die sind eigentlich alle in Topform. Weiß nicht, ob ich jetzt schon wechseln soll. Ah, gehen wir mal auf den Harry. Goretzka macht einen guten Job im Mittelfeld, aber da würde ich tatsächlich auch nochmal einen frischen Mann holen. Habe ich irgendwo Geld bekommen? Nö, das sieht soweit ganz gut aus. Okay, ich hoffe, ich habe Pizarro jetzt nicht zu früh rausgenommen, aber macht einen guten Job. Wenn er drin ist, sorgt für Torgefahr, bewegt sich gut im Strafraum als Strafraum-Fuchskarte. Das merkt man auch. Ach, Harry! Mann! Nächstes fast Traumtor! Fantastisch, was ich hier spiele! Schön geklärt. Ah! Habe ich versucht, einen Torwart zu überköpfen. Ich habe das schon gesehen. Gut gemacht eigentlich von Harry Kane. Ah, Glück gehabt. So, den nicht gut genug setzt, sozusagen. Aber wie gesagt, ich muss sagen, Gameplay ist es ja mittlerweile echt voll ein stabiles Spiel. Also ja, und da macht auch Harry sein Tor. Sehr schön gespielt, gut aufgepasst, natürlich auch ein bisschen Glück, aber einen Abpraller kannst du nur dann verwerten, wenn ja, ich sag mal, wenn du mit einem gewissen Zug halt auch zum Tor spielst und dir Torchancen erarbeitest. Das wollte ich eigentlich sagen.
Okay, das war jetzt ein bisschen Quatsch von mir gespielt. Ah, da muss ich mit Musiala komplett draufhauen. Aber ich denke, ein schönes Spiel habt ihr gesehen. Schöne Partie. Läuft gut. Ich denke, ganz ehrlich, es gibt eigentlich nicht viel zu bemängeln. Hab jetzt auch in Divisions tatsächlich keinen Traumstart gehabt, aber auch ein bisschen noch an Taktik gearbeitet und an der Aufstellung gewerkelt. Ich glaube, das war der zweite Sieg aus 4 Spielen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Aber wie gesagt, mich tangiert das jetzt nicht so großartig. Natürlich will ich mich wieder in die ersten 3 Divisions mal reinzocken. Aber für mich stehen einfach hier gute Spiele im Vordergrund und das war es für mich auch. Macht mir auf jeden Fall Spaß und ich habe hier auch gar keine Bauchschmerzen, euch hier meine Stats zu zeigen. Genau, richtig, es war das 4. Spiel. 6 Punkte zum Aufstieg, noch 10 Punkte aus 6 Spielen. Natürlich ist das durchaus machbar. Wir schauen uns mal Statistik von Pizarro an. Ich glaube, der hat in 3 Matches 3 Tore gemacht. Schauen wir mal. Ja, genau, genau. Hat echt in jedem Match sein Tor gemacht. Das ist für mich auch was total cool ist. Also jemand, auf den man sich echt verlassen kann. Der hat echt einen richtig guten Abschluss. Könnt ihr mal schauen, vielleicht, wie ich den gelevelt habe. Ich habe es so gemacht. Schusskraft. Abschluss ist natürlich jetzt hier durch den Booster, das dürft ihr auch nicht vergessen. Ja, genau, nochmal ein bisschen hoch, aber schon echt gut. Ausdauer, klar, auch Dribbling, aber wie gesagt, er muss im Strafraum nicht der Dribbelgott sein. Ballannahme kriegt er hin mit Ballkontrolle 84, ja, das ist ja wichtig. Und Flachpass zumindest mit 72 kann also auch im Kombinationsspiel relativ gut eingesetzt werden. Und ansonsten Kopfball und der Abschluss. Das ist einfach das, wofür ich ihn da auch in der Box brauche. Und das funktioniert bisher. Und mal sehen, ob das so weitergeht. Kann gerne so weitergehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Gutes Gameplay. Wie gesagt, da ist Konami seit längerem schon auf einem stabilen, guten Weg, meiner Meinung nach. Es gibt sicherlich ein paar Sachen. Ja, Passstufe habe ich bis heute nicht so richtig das gefunden, wo ich sage, jawohl, das ist das, was mir am ehesten taugt, mit einer Deutlichkeit zu den anderen beiden. Ja, also da suche ich immer noch so ein bisschen, muss ich gestehen. Aber ansonsten, die meisten Sachen, die das Spiel bietet, funktionieren gut. Pässe abfangen und blocken, ja, kann man immer drüber diskutieren, ob das hier und da vielleicht nicht zu mächtig noch ist oder generell zu mächtig ist. Das kann man durchaus so sehen, aber ansonsten denke ich, geht das echt in Ordnung. Wenn Sie jetzt noch an Inhalten arbeiten würden, zumindest was den Dreamteam-Modus angeht, dass man den mal auf eine Langzeitmotivation, auf ein gutes Fundament aufbauend, dann wäre ich glücklich. Von Meisterliga und diversen Offline-Spielmodi wage ich aktuell nicht zu träumen, denn ich glaube, da ist der Zug zumindest im Moment einfach abgefahren, weil das für Konami vom Aufwand und Nutzen her wenig bringt nach deren Einschätzung und das ist tatsächlich auch meine Einschätzung. Aber gut, lassen wir uns überraschen. In dem Sinne, Leute, bleibt dem Kanal treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.